Leute, guck mal, was gekommen ist. Ein Paket für mich. Und zwar ist das, sind das die Gewinne von dem Rebecca Flöter Contest. Und das Paket, ich zeige es jetzt bewusst andersrum, weil ihr sonst die Adressen sehen könnt. Das war ja nicht so gut. Das Paket kam eigentlich schon heute Morgen und jetzt haben wir schon 18.30 Uhr. Und ich habe extra abgewartet. Ich habe es wirklich noch nicht aufgemacht. Es ist noch zu, wie ihr seht. Ich habe den ganzen Tag abgewartet, weil ich unbedingt das hier aufnehmen wollte und das live mit euch öffnen wollte. Dass ihr also mit dabei seid und mit mir die Freude teilen könnt. Ja, und ich werde dieses tolle Maxi-Päckchen hier mal öffnen und suche mir mal eben eine Schere. Und was ich total süß finde, ist, dass sie überall, also die Becky hat überall Sternchen drauf gemalt und hier sogar ein kleines Herzchen, ne? Wie mache ich das jetzt auf? Boah, der ist ja... Bombenfest. Ne, ich glaube, ich brauche keine Schere. Geh auf! Stirb! Hallo. Zu blöd, um ein Päckchen aufzumachen. Ja, braucht auch die Schere. Und ich sehe schon, die tolle Spülung von Tresemme. Okay, los geht's. Boah. Dass in so einen Umschlag so ein Riesenteil reinpasst, ja, das hätte ich ja gar nicht gedacht. Also das ist diese, die riecht auch, glaube ich, ist das der Geruch? Und ich guck mal, wie das riecht. Extra zugeklebt. Ah, Fingernagel ab. Bombenfest zu. So. Das war jetzt ungeschickt. Also... ein spritziges Erlebnis. Kann ja nur mir passieren. So, das riecht. Ist recht geruchslos. Von Tresemme. Ein Conditioner. Ein feuchtigkeitsspendender. Eine feuchtigkeitsspendende Pflegespülung. Boah, die ist ja. Ey. Die ist ja richtig riesig. Ich werde es auf jeden Fall ausprobieren und ich freue mich darüber, weil ich bin der totale Haarfreak. Used by professionals. Ah, ja. Okay, das ist da drin. Ah, dann hier dieser coole Armreif, wo ganz viel Liebe draufsteht. Ganz viel drauf. Hier, ein Krönchen. So. Next, please. Ah, oh, darauf habe ich. Nee, das hat wahrscheinlich so gut gerochen. Sweet Daydream von Victoria's Secret. Yay! Ich habe ein Body Mist. Eine Victoria's Secret Spray Lotion. Und jetzt wollen wir mal prüfen, ob das wirklich so toll riecht. Oh, und das riecht total süß. Süß-fruchtig. Also, ey. Oh! Also riecht richtig geil. Ja, dann hier mein allererstes Pigment und dann noch so ein schönes. Das ist wirklich ein ganz tolles, schimmerndes Bronze. Und das Beste daran ist, da ist sogar ein Pinsel bei. Und wie ihr wisst, liebe ich Pinsel. Ja, mal gucken, ob ich damit umgehen kann, weil ich bin ja total Schussel und deswegen hatte ich bis jetzt noch keine Pigmente. Aber ich bin ja sehr gespannt. Weiter geht's! Ein Bronzer habe ich noch. Von, die Marke kenne ich nicht. Das sind ja alles amerikanische Marken, deswegen sind das ganz besonders geile Preise. Ja, das werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Das sieht sehr schön aus. Dann, last but not least, worauf ich mich besonders gefreut habe. Eine Victoria's Secret Body Butter in Sweet Daydream. Und ich stehe ja total auf Body Butter. Und die Rebecca hat ja gesagt... Oh, guck mal, hier steht, oh, Schnieke, wie steht Victoria's Secret noch drauf. Die Becky hat ja gesagt, dass die leicht schimmert. Und das ist ja natürlich perfekt für den Sommer, wenn die wirklich einen schönen leichten Schimmer hat. Und das wollen wir natürlich jetzt live testen. Also sehr reichhaltige Konsistenz. Rosa ist die Butter. Boah, die ist so richtiges Candy-Rosa, würde ich am liebsten... Schmeckt wahrscheinlich nicht so gut, lieber nicht machen. So, ich teste das jetzt mal. Das riecht genauso geil wie dieses
Body Spray. Und das ist wirklich ein sehr, sehr schöner Schimmer. Weil das ist nicht so glitzerig, weil ich mag es ja nicht, wenn es zu glitzerig ist. Aber das ist ein, ich weiß nicht, ob es sieht. Es glänzt einfach nur, schimmert nur ganz leicht, natürlich. Ja, und das sind die wundertollsten, langersehnten Sachen, die Rebecca Flöter mir geschickt hat. Und es sind echt, meiner Meinung nach, die geilsten Sachen, die man je bei einem Contest gewinnen konnte auf YouTube. Und deswegen bin ich ganz, ganz besonders happy, dass gerade ich bei diesem Contest gewinnen konnte. Und ja, ich bin, also ich mag wirklich alles. Ich mag wirklich jedes einzelne Ding, das du mir hier geschickt hast. Und das hier lasse ich heute extra dran, weil ich habe heute eine weiße Hose an, wenn man das hier sieht. Und das passt dann auch, denke ich. Mache ich nur dieses Ding hier ab. Obwohl, vielleicht läuft es dran. Vielleicht wird es ja ein neuer Trend. Liebe, liebe Becky, vielen, vielen, vielen Dank, dass du so großzügige, geile Geschenke mir geschickt hast. Und ja, ich weiß gar nicht, was ich noch sagen soll. Ich bin so gerührt. Und sobald die Kamera aus ist, werde ich mich auf jeden Fall nochmal im Vollen und Ganzen an diesen geilen Sachen ergötzen. Und das waren die Sachen, die die liebe Rebecca mir geschickt hat. Falls ihr die tolle Rebecca Flöter noch nicht abonniert habt, dann macht ihr es am besten jetzt. Ich poste mal hier den Kanal rein, weil die macht wirklich super derbe, geniale Sachen. Also richtig geile Augen-Make-ups. Benutzt auch so sehr, sehr, sehr gute Produkte, sehr hochwertige Produkte. Und ist auf jeden Fall einer der besten Gurus hier auf YouTube. Also einer meiner Favoriten, wisst ihr jetzt inzwischen. Und abonniert die geile Drecksau bitte. Ja, und ich werde mich jetzt auf den Weg machen und ratet mal wohin. Ins Kino natürlich. Und wie ihr schon gemerkt habt, gehe ich ziemlich oft ins Kino, weil ich bin, ihr müsst wissen, ich bin der totale Filmfreak, ich bin der totale Kinofreak. Und ja, heute gucken wir uns Hangover an. Heute ist die Premiere von Hangover, von diesem Nummer 1-Hit aus Amerika. Ich bin schon total gespannt auf den Film, weil der Trailer war schon super lustig und vielversprechend. Also ich werde dann jetzt mal abhauen, allerdings bin ich gleich wieder da, weil ich wollte euch noch ein paar Kanalempfehlungen machen. Also dann sage ich mal, bis gleich. Was Dingens, ein Video. Video. Was ist das? Ein Video. Ein Video. Ein Video. Wir gehen jetzt ins Kino. Ins Kino. Ins Kino gehen Video. So, wir kommen gerade vom Kino und der Film war voll geil, oder Mädels? Ja. Wie fand ihr den Film? Ja, voll cool, ey. Ja, ist doch krass, ey. Checker. Empfehle. Ja. Und ich bin wieder zurück. Und ich sage euch, Leute, der Film ist einfach oberhammer geil. Also, man lacht vom Anfang bis zum Ende komplett durch. Und ich sage euch, Leute, geht ins Kino. Ihr werdet es nicht bereuen. Ihr werdet eine Menge Spaß haben. Ich wollte euch Channel-Empfehlungen machen. Und zwar kriege ich ja viele Kommentare, dass einige meiner Videos besonders lustig sind und euch anscheinend eine Freude bereitet haben. Ich wollte mal euch die Kanäle nennen, die ich besonders lustig finde. Erstens sind da, die kennt ihr wahrscheinlich schon, weil die über, keine Ahnung, fast 50.000 Mal innerhalb von Deutschland und auch weltweit abonniert wurden, die Außenseiter. Surprise! Ja, die Außenseiter, das sind zwei Russen, die in ihrer Wohnung und außerhalb ihrer Wohnung ganz besonders viele verrückte, durchgeknallte Sachen machen. Ich habe euch vorgewarnt, es ist ein sehr, sehr krasser Humor. Es ist auch auf die eine oder andere Weise ein bisschen geschmacklos, aber ich finde es cool. Also hier, die Außenseite. Falls ihr den noch nicht abonniert habt oder ihr den noch nicht kennt, könnt ihr euch die mal angucken. Vielleicht findet ihr es ja auch lustig. Ja. So, als nächstes. Und zwar, es gibt einen jungen Herrn aus Deutschland, was ich nicht wusste. Der hat bisher immer amerikanische Comedy-Videos auf YouTube gemacht. Und der hieß, beziehungsweise der heißt, der Kanal heißt, Half-Cast Kid. Und ich habe mich da sehr gewundert, dass ich auf einmal Videos von ihm gefunden habe auf YouTube, die, in denen er Deutsch spricht. Also spricht, der ist eigentlich ein Deutscher. Ja, und der Kanal von ihm ist sehr neu. Sehr, sehr lustige Videos. Sein ganz, ganz, ganz neuer Kanal heißt Half-Cast Germany. Vor allen Dingen das neueste Video von ihm in Deutsch ist eine Schminkverarsche. Und es ist eine sehr, sehr, sehr lustige Schminkverarsche. Erinnert mich so ein bisschen an Hair Tutorial. Ja, guckt euch den Halfcast Germany mal an und abonnieren, 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 sage ich nur. Last but not least, ein Channel, den ich sehr, sehr lustig finde, ist auch sehr, sehr bekannt weltweit. Also es ist ein Filipino aus Amerika,
Wahrscheinlich kennen viele schon dieses Video, wo so ein paar Asiaten im Auto rumfahren und dabei I'm a Barbie Girl singen. Und ja, das ist der Herr, liebe Herr Psycho Dog. Ja, diese lustigen Videos wollte ich auf jeden Fall mit euch teilen. Und ich wünsche euch dann noch eine schöne Zeit und viel Spaß beim Videos gucken. Ciao!